Hey Leute, es ist wieder Dienstag, ich bin der Aaron und ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Karneval oder Fasching oder wie auch immer ihr es bei euch im Ort, Stadt, Bundesland nennen mögt. Und wenn ihr sowas nicht feiert, dann hoffe ich trotzdem, dass ihr alle eine schöne Woche hattet. Thema dieser Woche ist mögliche Theorien, wie Transsexualität entstehen mag. Ich muss leider ehrlich gestehen, dass ich mir nie wirklich einen Kopf darüber gemacht habe, wie das Ganze zustande kommen mag, genauso wenig wie über Homosexualität. Es ist einfach so und ich habe dann nie groß über irgendwelche Theorien nachgedacht. Extra für das Thema habe ich mir jetzt natürlich einen Kopf gemacht und ein paar Möglichkeiten bin ich durchgegangen, wie das zustande kommen könnte. Natürlich alles nur Theorien, gibt noch für nichts Beweise etc. Naja, fangen wir mal an. Vorweg sage ich mal, ich glaube nicht daran, dass Transsexualität durch irgendwelche äußeren Umwelteinflüsse passieren kann. Also nicht, dass einer cisgendered auf die Welt kommt und sein Leben bis da und dahin gut bestreitet und dann durch irgendeinen äußeren Einfluss sich dann doch transsexuell wird. Das ist genauso wie bei Homosexualität. Nichts kann einen irgendwie umkrempeln, umdrehen oder aufs andere Ufer bringen, was dich dann dazu bringt, dass du es bist. Entweder hattest du von Anfang an diese Veranlagung oder nicht. Natürlich gibt es jetzt nochmal einen Unterschied, ob du von mir aus mit 18 oder erst mit 40 für dich in Worte fassen kannst, was genau dein Problem ist und das Problem dann auch angehen kannst. Aber selbst wenn man das erst im hohen Alter macht, glaube ich trotzdem, dass man diese Veranlagung oder im tiefsten Inneren das schon immer hatte, was auch immer da anders gelaufen ist als bei cisgendered Menschen. Das glaube ich, ja. Und dann Möglichkeiten, wie das zustande kommen könnte, einmal während der Schwangerschaft, eventuell, dass man vielleicht zu viele gegengeschlechtliche Hormone durch irgendeinen Fehler während der Schwangerschaft bekommt. Zum Beispiel, dass Female-to-Males dann zu viel Testosteron bekommen haben, dass dann das Hirn in irgendeiner Art so beeinflusst, dass man sich dem Kopf nach männlich fühlt, auch wenn das äußere Erscheinungsbild was anderes sagt und das gleiche auch andersrum. Eine andere Möglichkeit, das halte ich aber für eher unwahrscheinlich, dass schon irgendwas bei den Samen oder Eizellen anders sein kann, also dass da irgendwas nicht so 100% in eine Richtung geht. Ich weiß auch nicht, wie genau das dann da ablaufen würde. Weiß ich nicht, das wäre noch etwas, was ich mir vorstellen könnte. Und sonst vielleicht, dass ich hatte zwar BioLK, aber ich bin nicht so wirklich auf dem Gebiet mehr so up-to-date. Und was ich jetzt sage, ist bestimmt der größte Schrott, aber ich hau es einfach mal raus. Ich weiß nicht, wie viel man über Chromosomen weiß, also wie viel Prozent des Chromosoms schon erforscht sind, dass man sagen kann, dass der und der Teil, dass man wirklich weiß, wofür jegliche Abschnitt am Chromosom steht. Und eventuell ist es ja auch einfach so, dass es verschiedene X-Chromosomen gibt. Schlagt mich, wenn es anders ist, keine Ahnung, das ist das, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte. Also, dass es unterschiedliche X-Chromosomen gibt und dass vielleicht ein paar X-Chromosomen quasi diese Veranlagung mit sich tragen. Weil X-Chromosom hat ja jeder, egal ob Männlein oder Weiblein. Die einen haben zwei, die anderen haben einen. Und vielleicht steckt auf dem X-Chromosom ja auch irgendwie sowas in irgendeine Richtung, was dann nicht nur das Geschlecht, also beziehungsweise die Genitalien beeinflusst, sondern auch das Denken. Also oder das, wie sich unser Hirn dann entwickelt, ob es sich männlich oder weiblich entwickelt. Vielleicht hängt das dann auch noch mit den Chromosomen in irgendeiner Form zusammen. Ich weiß, das war jetzt alles ein bisschen wirr, aber ich kriege das leider nicht mehr geordnet in meinem Kopf und leider dann auch nicht geordnet heraus. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ja, das war so meine Meinung zu dem Thema. Dann halt mal irgendwann einen Beweis geben würde, warum Transsexualität zum Beispiel zustande kommt, wäre das halt mega cool, weil man dann den ganzen Fuzzis, die einem erzählen wollen, du kannst doch anders, du bildest dir das nur ein oder du hast dich dafür entschieden, man dann endlich mal unter die Nase reiben konnte, dass man sich dafür nicht entschieden hat und dass man nicht anders kann und dass es einfach die genetische Veranlagung ist oder dass ja, es nicht anders funktioniert, was denen eigentlich jetzt auch schon klar sein sollte, ist aber leider nicht ist. Ja, so viel dann zu dem Thema von mir diese Woche. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich irgendwie ausdrücken wollte. Und wenn nicht, dann tut's mir leid. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Dienstag und wir sehen uns dann wieder nächste Woche zum bekannten Tag zu einem neuen Thema dann. Ciao!